Malaga, Spanien. Hier findet die Fahrpräsentation des neuen Honda Civic statt. Getestet wird aber nicht wie üblich von der Fachpresse, sondern von diesen Damen und Herren. Sie sind die glücklichen Gewinner der Verlosung Premierentester. Eine gemeinsame Aktion von Honda und Autobild. Seit 2 Jahren etwa machen wir die Premierentester mit allen Marken, querbeet. Das geht theoretisch vom kleinsten Stadtwagen bis zum Sportwagen. Alle Marken sind interessiert und wir sind auch sehr interessiert, weil unsere Leser interessiert sind. Weil man hat Gelegenheit, vor dem Start beim Händler schon mit diesen ganz neuen Autos zu fahren. Und nicht nur mal eben um Block oder eine Stunde, sondern auf tollen Routen, auf Autobahnen, auf Landstraßen, in der Stadt. Und kann wirklich ganz, ganz viel ausprobieren. In diesem Falle ein ganzes Wochenende von Freitag bis Sonntag und dann noch im schönen Spanien. Ich freue mich ganz besonders, Sie als Premierentester hier begrüßen zu dürfen. Und das ist jetzt nicht irgendwie ein frommes Wort, sondern Sie sind wirklich die ersten Normalsterblichen, die einen Civic fahren werden. Sie sind 10 von über 10.000, denn so viele Bewerbungen gingen in der Redaktion ein. 10 Autobild-Leser werden zu 10 Autobild-Testern, die den Civic genauestens unter das Blechkleid schauen werden. Ich glaube, es ist das Entscheidendste, nicht nur in der Fachjournalie dementsprechende Rückmeldungen zu bekommen, sondern von ganz realen Kunden, die völlig ehrlich und offen berichten, was sie von einem Produkt halten. Mein Name ist Annette Berngruber, ich komme aus Neumünster, bin Krankenschwester auf der Intensivstation und 45 Jahre alt. Mein Name ist Andreas Erschlinger, ich bin 40 Jahre alt, Berufssoldat bei der Marine und komme aus Hamburg. Genau Ihre Meinung ist Honda wertvoll und wichtig. Bevor sich aber die Teilnehmer in 2er Teams auf die Straßen Malagas schlagen, wird erst einmal geschaut, gefühlt, begutachtet. Ja, also seit 2 Monaten besitze ich selber einen Civic, den aktuellen, und möchte natürlich jetzt alles so ein bisschen vergleichen. Fahrweise und auch das Design und gewisse Einzelheiten des Autos, die wohl angeblich auch verbessert worden sein sollen. Und das Auto an sich, wie fühlt es sich an? Wie sieht es aus? Von innen wie auch von außen? Wir werden das norddeutsche Duo auf ihrer Testfahrt begleiten. In Kolonne geht es los. Ein Gefühl für den neuen Civic sollen die Teilnehmer auf der gut 60 Kilometer langen Fahrt von Caseras nach Ronda bekommen. Die Strecke führt über eine Vielzahl von Serpentinen. Krankenschwester Annette nutzt dies, um mit chirurgischer Präzision die Kraft des 150 PS starken 2,2 Liter Diesels auszutesten. Nach einer gut 1,5-stündigen Fahrt zieht Annette ihr erstes Fazit. Was ein Autojournalist wahrscheinlich mit agil und dynamisch beschreiben würde, beschreibt Annette so. Mit diesem sportlichen Auto durchziehen zu dürfen in den Kurven, auch mich so ein bisschen reinlegen zu können, ohne das Gefühl zu haben, ich falle jetzt gleich raus oder das Auto kommt nicht hinterher. Und war fantastisch. Bevor es wieder zurück auf die Straße geht, dürfen Andreas und Annette sich aber erst zusammen mit den anderen Teilnehmern die Füße vertreten. Auf dem Programm steht ein Rundgang durch das malerische Städtchen Ronda. Ich will jetzt los. Die Rundführung oder der Rundgang Ronda war super toll, aber jetzt möchte ich Auto fahren. Jetzt will ich mal ausprobieren, was der Wagen alles so kann. Klar, dass es Andreas in Händen und Füßen kribbelt. Schließlich ist er bisher noch keinen einzigen Meter selbst gefahren. Endlich kann der Marinesoldat das Steuer übernehmen. Da die einzelnen Teams jetzt unabhängig voneinander testen, heißt es für Andreas volle Fahrt voraus. Ich bin absolut begeistert. Die Lenkung, mega direkt, absolut tolles Feedback. Die Bremsen sind wunderbar. In Sicherheit, ganz großer Aspekt bei mir auf jeden Fall. Und die Beschleunigung und die Kraft. Also wenn ich überlege, dass ich hier die Serpentine rauffahre, im 3. Gang bei 1100 Umdrehungen, drücke kurz aufs Gas, selbst im Econ-Modus, und das Auto zieht einfach davon. Ich bin absolut begeistert.
Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zurück zum Hotel und haben uns überlegt, wir schauen uns das Auto vor nochmal wirklich von innen und von außen ganz genau an. Wir sind dazu in so ein kleines Dorf gefahren, allerdings waren die Straßen so eng und da standen so viele Autos, sodass wir da nicht wirklich Platz hatten. Allerdings habe ich da auch festgestellt, wie wendig der Civic ist und wie wenig Spurbreite er eigentlich hat, denn wir sind dann doch relativ gut durchgekommen. Ja, was gefällt mir am Civic? Mir gefällt das Design, es ist wirklich speziell, ist polarisiert, aber ich muss sagen, es hat auch an der einen oder anderen Stelle so ein paar Defizite. Es hat hinten an der Heckklappe im Bereich der Rückleuchten ein paar scharfe Kanten, finde ich. Das sollte man abstellen, definitiv. Am Auto gefällt mir das Design, die Wirtschaftlichkeit, gemessen CO2-Ausstoß und auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis, das haben wir ja auch schon erfahren, ist ja Umwelt. Jetzt aber zurück ins Hotel. Zu spät wollen sie nicht ankommen. Immerhin steht nach einem rasanten Tag neben Tapas und spanischem Wein noch eine gemütliche Runde mit launigen, aber auch kritischen Gesprächen auf dem Programm. Ja, um ganz ehrlich zu sein, natürlich tut es auch mal weh, wenn irgendwo, ich will nicht sagen ein böser Kommentar kommt, aber ein kritischer Kommentar. Aber das ist ja im Prinzip genau das, was wir haben wollen, dass wir eine ungefilterte Rückmeldung bekommen. Ich hätte gerne noch mehr Zeit mit dem Auto verbracht. Bin begeistert von dem Dieselmodell. Absolut tolles Auto. Kritik ein bisschen am Design, aber ist okay. Das kann man vernachlässigen, da muss man sich dran gewöhnen. Wir sind ein Stück betriebsblind, aber die Menschen, die ich jetzt hier bei diesem Event erleben durfte, die gehen völlig unvoreingenommen an das Thema ran und spiegeln uns die Realität wieder. Exakt darum geht es beim Premierentester. Ein direktes, kritisches Feedback, das der Hersteller so nirgendwo anders bekommen kann. Fahren, testen, Landschaften genießen und interessante, sympathische Menschen treffen. So wie Annette und Andreas, die sich bereits nach kurzem Kennenlernen neckisch Ehefrau und Ehemann nannten. Das macht die Autobild Premierentester-Veranstaltung aus. Das, was Honda organisiert hat, war wirklich großartig. Die haben nicht nur ein tolles Fahrprogramm, tolle Strecken zusammengestellt, sondern auch die Location war grandios. Also wir machen ja viele Premierentester, aber der gehört wirklich ganz oben ins erste Drittel aller Veranstaltungen, die wir bislang hatten. Definitiv nicht das letzte Mal, dass die Autobild zu solch einem Gewinnspiel aufruft. Also Augen auf, mitmachen und mit ein bisschen Glück sitzen vielleicht Sie beim nächsten Mal als Autobild Premierentester hinter dem Steuer.